Ein Thema, über das ich sprechen möchte mit Julius van der Laar, ist Experte für US-Politik und Politikberater. Bisher hat man den Eindruck, diese ganzen Russland-Connections sind am Weißen Haus irgendwie abgeperlt, abgeprallt. Bisher hat man nicht wirklich was in der Hand, außer Vermutungen, vielleicht ein paar Indizien. Jetzt will Mueller den Präsidenten höchst selbst befragen. Ist da mehr zu erwarten? Ist natürlich ein großes Risiko für Trump, weil sollte es wirklich zu dieser direkten Befragung, zu der persönlichen Befragung kommen, dann ist alles, was Trump sagt, natürlich auch gegen ihn verwendbar. Und sollte er lügen in diesem Kontext, wäre es eine Straftat. Also hohes Risiko für Trump. Die Trump-Administration, vor allem seine Rechtsanwälte, versuchen natürlich im Moment das Ganze abzuwenden und zu sagen, schickt uns doch die Fragen schriftlich zu und wir, vor allem eben die Anwälte, beantworten die dann eben auch schriftlich und versuchen so Trump natürlich rauszuhauen. Wenn aber so ein Sonderermittler auf die Idee kommt, den Präsidenten höchst selbst zu befragen, ist doch zu vermuten, dass da möglicherweise tatsächlich was in der Hand ist, oder? Wir wissen relativ wenig um die Ermittlungen rund um den Sonderermittler Mueller, der sich da sehr bedeckt gehalten hat, aus gutem Grund. Aber er hat durchaus breite Möglichkeiten einzufordern, Informationen einzufordern. Nicht nur aus dem Weißen Haus, sondern natürlich auch die ganzen umliegenden Behörden. Insofern, was er wirklich alles weiß, wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, dass es relativ umfangreich ist und dass er Trump natürlich auch mit harten Fragen konfrontieren wird, sollte es zu dieser Befragung kommen. Zweites Thema, Herr van der Laar, was die Menschen in Amerika, aber auch in Europa, vor allem, glaube ich, mehr in Europa beschäftigt, ist Frau Winfrey for President, darüber werden wir gleich noch mal sprechen. Nach ihrer bewegenden Rede bei der Verleihung der Golden Globes wird die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey von ihren Fans als künftige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gehandelt. Die Komikerin Sarah Silverman riet Winfrey, gemeinsam mit der ehemaligen First Lady Michelle Obama anzutreten. Sie twitterte, Oprah und Michelle 2020. Winfrey hatte das Publikum mit ihrer Rede über Rassendiskriminierung und Frauenrechte begeistert. Was halten Sie von dieser Idee? Ich meine, das war ja immer mal so im Schwange, wurde immer mal so ein bisschen kolportiert, wobei sie ja bisher immer gesagt hat, nee, Politik, ach, ich nicht. Ich meine, großartige Rede von Oprah Winfrey. Sie hat, glaube ich, die Themen absolut gesetzt und hat wirklich auch positiv begeistert. Insofern, sie ist wirklich der krasse Kontrast zu Donald Trump, der durch Negativität vor allem immer wieder Schlagzeilen macht. Und hier ist endlich mal wieder was Positives. Und ich glaube, diese Reaktion auf die Rede von Oprah Winfrey zeigt, wie sehr sich das Land und vor allem eben auch die Demokraten wünschen, dass es endlich wieder mal positiv sein könnte, dass jemand für etwas und nicht nur gegen etwas steht. Das sicherlich, Herr van der Laar. Andererseits haben wir auch sehr, sehr viele Amerikaner nach wie vor, die eben in der Einfachheit, in der verbalen Einfachheit ihres Präsidenten, frei nach dem Motto, er tut, was er sagt, tatsächlich so eine gewisse Ehrlichkeit sehen. Das ist richtig. Wobei man natürlich auch da sagen muss, die Umfragewerte von Donald Trump gehen weiter runter. Selbst bei den Fox News, also bei den Ultrakonservativen, bei den Zuschauern, die Fox News schauen, selbst dort ist in den letzten Monaten die Umfragewerte deutlich und der Rückhalt für Donald Trump deutlich runtergegangen. Mittlerweile nur bei 56%. Insofern, da sehen wir einen Rücklauf. Was Oprah Winfrey betrifft, die große Frage ist, schafft sie es wirklich, Leute zu überzeugen, dass es wirklich an der Zeit ist, nochmal jemanden zu haben, der keinerlei Erfahrung in Washington hat? Wir erinnern uns, Donald Trump tut sich in Washington äußerst schwer, auch seine legislative Agenda durchzusetzen, weil er eben kein Washington Insider ist. Wollen wir wirklich nochmal jemanden, der auch dort keine Erfahrung hat, der wieder von vorne anfängt? Oder soll das vielleicht wieder ein gestandener Politiker oder eben auch eine gestandene Politikerin sein, die jetzt wieder in Washington die Akzente setzt? Würde sich etwas ändern, wenn wir das Duo, sagen wir mal, drehen, also nicht Oprah Winfrey, sondern die First Lady Michelle Obama, die zumindest das Weiße Haus schon mal von innen kennt? Würde das an der Konstellation was ändern? Absolut. Ich meine, Michelle Obama hat auch nie selber ein Amt gehalten. Sie war nie Senatorin, war nie Gouverneurin. Ich glaube, wir können ja auf jeden Fall attestieren, dass sie durchaus Erfahrung hat, was es bedeutet, im Weißen Haus auf und ab zu gehen. Aber nochmal, ich glaube, es ist Zeit, sich Gedanken zu machen, wie die inhaltliche Ausrichtung der Demokratischen Partei sein muss. Das ist die erste Frage, die gestellt werden muss. Die Kandidatenfrage würde ich als zweites sehen. Julius van der Laar, danke für das Gespräch. Dankeschön.